Hallo, lieber Schütze, und willkommen zu deiner neuen Monatslegung für den April 2024. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist. Dankeschön fürs Zuschalten und ich hoffe natürlich auch so wie immer, dass es dir richtig gut geht. Solltest du jetzt hier bei mir ganz, ganz neu sein auf dem Kanal, dann begrüße ich auch dich ganz herzlich. Schön, dass du da bist. Lieber Schütze, zu Beginn stelle ich dir erst einmal das Kartendeck vor, was du vor dir siehst. Damit mache ich auch den Anfang. Das ist das Seelenreisetarot von Julia Aurelia. Und ich verwende ebenfalls auch noch weitere Kartendecks, aber dazu dann später mehr. Jetzt würde ich sagen, steigen wir ein in deine Monatslegung, lieber Schütze, für den April und schauen mal, was da auf dich zukommt, womit du konfrontiert wirst und was ebenso auch die wichtigen Hinweise sind für dich jetzt im April. Denk daran, lieber Schütze, das hier ist eine ganz, ganz allgemeine Legung. Nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen, okay? So, schauen wir doch mal, lieber Schütze, was du da jetzt für Botschaften bekommst, was da alles auf dich zukommt. Okay, April, Schütze, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was bringt jetzt der kommende April dem Kollektiv der Schützen? Was hält der April für den Schützen bereit? Schütze. Okay, die hat sich jetzt so umgedreht. Ich habe auch das Gefühl, die tatsächlich so nehmen zu müssen. Bitte weitere Botschaften. Nee, so nicht. Das waren jetzt 1, 2, 3, 4. Das machen wir so nicht. Weitere Einsichten jetzt bitte für die Schützen. Jetzt im April. April-Schütze. Was bringt der April dem Schützen? Okay, Nummer 2. Nummer 3. Ja, hebe ich gleich auf. Noch eine Karte bitte. Eine Karte bitte noch für Schütze. Jetzt im April. Noch eine Karte für die Schützen bitte im April. Da haben wir sie. So, okay, die eine hebe ich dir mal eben auf. Auch diese ist eindeutig umgekehrt, ne? Das lassen wir auf jeden Fall so gelten. Gut, das Ganze lege ich dir jetzt erst einmal ordentlich in die Kamera, lieber Schütze. Zu Beginn möchte ich dir mal, während ich das jetzt hier tue, etwas sagen. Solltest du so ein bisschen das Gefühl haben, okay, das sind alles ganz, ganz komische Energien, dann kann ich dir zum einen sagen, du bist nicht alleine. Auch bei allen Sternzeichen zuvor habe ich das gespürt. Irgendwas ist im April sehr, sehr strange. Es kann natürlich damit zu tun haben, dass wir im April einen rückläufigen Merkur haben. Ja, und rückläufiger Merkur kann hier und da schon relativ herausfordernd sein, ne? Okay, das kann nämlich jetzt daran liegen. Okay, lieber Schütze, ich beginne und zwar mit der Energie jetzt hier für dich unten drunter. Und da kann man sagen, das ist jetzt für dich im April die Hauptenergie. Darum geht es im Großen und Ganzen. Es kann aber auch bedeuten, dass es sich hierbei um verborgene Einflüsse handelt. Aber wie dem auch sei, lieber Schütze, die Karte drunter enthält für dich natürlich auf jeden Fall wichtige Hinweise jetzt im April. Und da haben wir jetzt hier für dich zu Beginn die 10 der Münzen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, an sich eine wundervolle Energie. Ne? Also, die 10 der Münzen steht wirklich für Wohlstand. Sie steht für eine sehr, sehr sichere und sehr stabile Basis. Sie steht für Reichtum, sie steht für Wohlstand, für langfristige Erfolge, langfristige Sicherheit, was jetzt also in irgendeiner Art und Weise für dich jetzt im April eine wichtige Rolle spielt. Ne? Deswegen
Also man sieht hier wirklich, alles ist wunderschön hier wirklich. Der Garten ist wunderschön, wunderschöne Blumen, ein verdammt teures Haus. Also man sieht hier, es geht hier wirklich um Wohlstand, total die Fülle. Ne? Bei einigen von euch kann es jetzt hier ebenfalls aber auch um, na, um Familienthemen zum Beispiel auch gehen. Ne? Die 10 der Münzen ist auch immer so die Energie der Familie. Und auch die 10 der Münzen steht für, na, wie Themen wie zum Beispiel Erbschaften, aber auch für ein Vermächtnis. Ein Vermächtnis, was man hier mit hoher Wahrscheinlichkeit hinterlassen möchte oder was vielleicht auch jemand hinterlassen hat. Na, wir müssen dann auf jeden Fall mal schauen, wie sich dann das Ganze jetzt hier für dich entwickelt. Drunter Ast der Schwerter. Also hier mit dem Ast der Schwerter und mit den 10 der Münzen, lieber Schütze, kann es jetzt hier durchaus sein, dass etwas geklärt wird im Bereich Zuhause, im Bereich Finanzen, Stabilität, Sicherheit, aber ebenfalls auch, wenn es um Familienangelegenheiten geht. Da kann es wirklich bedeuten, dass hier etwas geklärt wird im familiären Bereich oder auch wenn es tatsächlich um finanzielle Angelegenheiten handelt, wie zum Beispiel vielleicht auch Unterhalt oder Erbschaften, Vermächtnis, Hinterlassenschaften, ne? Hier wird also etwas geklärt, ne? Das ist das, was man hier bei einigen von euch auf jeden Fall sehen kann. Guck mal, krass, die Gerechtigkeit. Hier kommt etwas in den Ausgleich. Etwas kommt genauso, wie es kommen soll. Des Weiteren, lieber Schütze, habe ich auch das Gefühl, dass es für dich sehr, sehr klar darum gehen wird, die Wahrheit einer Situation zu sehen, wenn es hier um familiäre, finanzielle Angelegenheiten geht. Ne? Es ist Zeit, wirklich die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Und das kann jetzt hier zu tun haben mit einer bestimmten Verbindung, Partnerschaft. Wir haben mit der Gerechtigkeit auch vage Energie. Und auch vage Energie steht hier unter anderem für eine feste Verbindung, für feste Freundschaften, eine feste Liebesbeziehung, eine Ehe, ein Arbeitsvertrag. Ne? Sowas in der Richtung könnte auf einige von euch zukommen, was ja auf jeden Fall Sicherheit langfristig gesehen, vielleicht sogar auch direkt Fülle und Reichtum und so weiter verspricht. Na, hier drunter hast du jetzt hier also Zwillinge, vage Energie, Zwillinge, vage Wassermann-Energie. Also das Ganze ist hier also schon sehr, sehr luftig. Ne, Verträge können hier eine Rolle spielen, Dokumente. Natürlich ist es immer, naja, während eines rückläufigen Merkurs sollte man es vermeiden, auf jeden Fall Dokumente zu unterschreiben. Es kann natürlich aber auch sein, dass du vorher schon Dokumente unterschrieben hast. Das ist durchaus auch möglich, ne? Okay. Sieht auf jeden Fall schon gar nicht so verkehrt aus, lieber Schütze. Jetzt würde ich sagen, gucken wir doch ganz einfach mal, was jetzt hier alles für dich rausgefallen ist. Die Karte habe ich sofort den Impuls gehabt, ja, die will unbedingt umgekehrt, weil die ja auch so rausgefallen ist, okay? Da haben wir zu Beginn, das sind die 5 der Münzen, ja, ganz genau. Ach, Gott sei Dank, habe ich auf meinen Instinkt gehört. Na gut, das tue ich ja immer, gell? Zumindest beim Kartenlegen. Nein, alles gut. Also, 5 der Münzen umgedreht, sagt mir, du bist auf jeden Fall dabei, aus einem Mangel herauszukommen. Raus kommst du aus einem Mangel, aus dem Gefühl der Entbehrung, raus aus diesem Gefühl von, ich werde im Stich gelassen, ich kann dies nicht, ich kann das nicht, etwas fehlt, ich vermisse dieses und jenes. Ne? Ich habe den Eindruck, du kommst da raus. Du bekommst ja also Möglichkeiten, da auf jeden Fall rauszukommen, zum Beispiel jetzt in Form einer neuen Verbindung, einer neuen Geschäftsverbindung, eines neuen Arbeitsplatzes mit hoher Wahrscheinlichkeit. Na, vielleicht geht es auch den Weg der Selbstständigkeit, das kann es auch sein. Aber hier wird auf jeden Fall gesagt, raus aus dem Thema Mangel, raus aus dem Gefühl von, ich bin alleine, ich schaffe das nicht, ich habe momentan eine schwierige Zeit. Na, hier wird auf jeden Fall gesagt, hier kommst du heraus. Natürlich kann es bedeuten, dass hier der langfristige Erfolg, der Wohlstand, der Reichtum, die Sicherheit noch so ein kleines bisschen im Verborgenen ist für dich und dass es da jetzt erstmal für dich darum geht, rauszukommen aus diesem Mangel, lieber Schütze. Okay, wir gucken jetzt direkt weiter. Dann haben wir als nächstes den Ritter der Kelche. Das ist jemand, der ist sehr liebevoll. Das ist jemand, der ist sehr liebevoll, der folgt auch seinem Gefühl, der tut genau das, was sein Gefühl sagt, was sein Gefühl ihm sagt, auf jeden Fall. Ne? Es kann ebenfalls jetzt aber auch bedeuten, dass du wieder mehr unter Leute gehst, dass du vielleicht auch ein Date hast, ne? Dass du dich mit jemandem triffst, dass du mit jemandem wunderschöne Zeiten, wunderschöne Stunden ebenfalls auch haben könntest. Ne? Es kann auch sein zwischen dir und deinem Partner oder einem Freund, wie auch immer. Dass man da wirklich jetzt auch beginnt, aus diesem Mangel herauszukommen und dass man wieder mehr Liebe, Intimität, vielleicht auch etwas Pep mehr in diese Verbindung, Beziehung reinbringt. Das ist natürlich jetzt ja auch ja, zu sehen. Ne? Normalerweise sagt man, der Ritter der Kelche ist jemand, der ist sehr offen. Ne? Der ist offen, in der Regel ist er das auch, aber was mir hier auffällt,
ist, dass jetzt hier zwischen dir, ne, das bist jetzt hier du quasi, und hier ist jetzt quasi dein Gegenüber. Normalerweise würde man sagen, dadurch, dass wir jetzt hier die Blumenvase, die Kerze mit Kerzenständer und das Glas Wein hier genau dazwischen haben, könnte man sagen, hier ist man noch nicht zu 100% offen zu empfangen. Na, das muss, also das ist wirklich so. Wenn du jetzt zum Beispiel mit jemandem essen gehst, jemand ist dir sozusagen gegenüber und zwischen euch, da steht etwas, das heißt, da ist dieser jemand, der das jetzt zum Beispiel hier sein Glas genau da stehen hat, da ist dieser jemand noch nicht wirklich offen. Na, das hat etwas schon so ein bisschen zu tun mit ja, Körpersprache und alles so ein kleines bisschen. Ne? Ich stehe ja total auf sowas. Und von daher weiß ich sowas. Ne? Also hier kann es gegebenenfalls auch sein, dass man hier noch nicht zu 100% offen ist, um hier vielleicht etwas zu empfangen. Entweder dein Gegenüber oder vielleicht auch du, lieber Schützer. Aber wir müssen auf jeden Fall mal schauen, wie sich das Ganze jetzt hier für dich entwickelt. Okay? Lass mal sehen, was haben wir hier? Das sind die Federmünzen. Es scheint sich bei dir sehr, sehr stark um das Thema Familie, Karriere und um die Finanzen zu drehen, vielleicht sogar auch um dein Zuhause. Ja, man kann hier auf jeden Fall sagen, die Federmünze steht in gewissermaßen schon für ein sicheres, stabiles Fundament und auch dafür, dass du dir schon etwas Kleines aufgebaut hast, worauf du stolz sein kannst. Na, hier sieht man ja, du kommst hier raus aus dem Mangel, beziehungsweise geht es hier darum, rauszukommen aus dem Mangel und ebenfalls rauszukommen auch aus dieser Verlustangst. Na, weil ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich, die Federmünzen stehen auch oftmals für Verlustängste, für das Klammern. Das ist eine sehr steife und unbewegliche Energie und somit auch sehr, sehr unflexibel, ne? Womit das zu tun hat, wissen wir auf jeden Fall gleich mal anschauen. Auf jeden Fall das Thema Sicherheit, Zuhause, Karriere, Finanzen ist wohl bei dir im April ein sehr, sehr wichtiges Thema, lieber Schütze, ne? Da müssen wir auf jeden Fall gleich mal schauen, womit das hier zu tun hat. Vielleicht geht es hier um eine feste Verbindung. Das kann es bedeuten. Auf jeden Fall sagt hier der Ritter der Kelche, dass es ganz, ganz wichtig ist, in diesem Bereich hier auf jeden Fall deinem Gefühl zu folgen. Bei vielen von euch spüre ich also auch das Thema Familie. Familienmitglieder, das Zuhause, ne, Mutter, Vater, vielleicht auch so direkt einfach mal, weil die Zahl 4 erinnert mich jetzt auch plötzlich gerade an das vierte Haus aus der Astrologie und da geht es ja um dein Zuhause, um die Familie, ne? Familienthemen zum Beispiel auch, Ahnen. Okay, was haben wir hier? Die Karte wurde ja ebenfalls umgedreht, ich habe die aber auch schon gesehen. Das ist der Gehängte, der sich jetzt hier umgedreht zeigt. Und ich habe das Gefühl, dass du, lieber Schütze, wenn du damit wirklich jetzt mit dieser Legung in Resonanz gehst, dass du herauskommst aus einer Stagnation, aus einem eventuellen Opferbewusstsein. Weil der Gehängte normalerweise ist die Energie des Stillstandes, der Stagnation, das Gefühl von Ohnmacht, zwischen den Stühlen sitzen, keine Bewegung, beziehungsweise ja, Stagnation und Stillstand. Und dadurch, dass der jetzt hier umgedreht ist, habe ich das Gefühl, dass du da jetzt herauskommst. Na, das heißt, ich hab den Eindruck, in einer Angelegenheit darf jetzt wieder mehr Bewegung, mehr Schwung hineingebracht werden. Weil wir haben hier die Entschuldigung, die Federmünzen und die ist alles andere als beweglich. Na, wir sehen ja hier ebenfalls auch die Mauer. Na, und die Mauer, das ist schon so ein starres Ding. Na, das lässt sich so einfach nicht so bewegen. Also in irgendeiner Art und Weise habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass du das Gefühl hast, dich schützen zu müssen. So ein bisschen Grenzen zu setzen. Das Gefühl habe ich jetzt auch eben so ein kleines bisschen. Okay, der Gehängte umgedreht kann auch dafür stehen, dass dir ein Licht aufgeht, dass du deine Perspektive wechselst oder aber gewechselt hast und dass dir etwas klar wird. Lass mal schauen. Was haben wir hier? Neun der Stäbe. Das ist so diese Schutzhaltung. So viel zum Thema Schützen. Na? So viel zum Thema Schützen. Das kann jetzt wirklich damit zu tun haben, lieber Schützer, dass du jetzt vermehrt im April das Gefühl hast, dich irgendwie abzuschotten, dich zu schützen, dich zurückzuziehen vielleicht auch. Na, das hat man hier auch. Generell kann man hier durchaus sagen, Neun der Stäbe, ja, da spielen in gewissermaßen schon noch gewisse Verletzungen eine Rolle. Hier sieht man, dass du schon irgendwo noch verwundet bist. Na, man sieht hier auf jeden Fall, ja, du bist verwundet. Da geht es um Verletzungen aus der Vergangenheit. Aber ja, das Ganze hat dich ja ebenfalls natürlich auch stark gemacht. Und das hat zu tun mit diesem Überlebensmodus. Einige von euch, ihr wart wirklich hier im Überlebensmodus. Wenn es um das Finanzielle geht, euren Körper, also eure Gesundheit, das Zuhause, Finanzen, ne, das weißt du jetzt wirklich am besten, was jetzt hier genau dein Thema ist. Ne? Man sieht hier den langfristigen Erfolg, langfristige Sicherheit und so weiter. Bei einigen von euch kann es hier durchaus auch noch im Verborgenen sein. Ne? Das ist hier auf jeden Fall.
Sichtbar. Lass mich mal überlegen. Also, was ich sehe, ist, dass du ebenfalls auch bereit bist, wieder deinen Horizont zu erweitern. Die Scheuklappen ebenfalls abnehmen, bekomme ich jetzt hier ebenfalls auch rein. Also, man geht hier raus aus dem Mangel, raus aus mangelnder Sicherheit, raus aus einem mangelnden Selbstwertgefühl. Auch das kann jetzt hier der Fall sein. Na? Wenn es also um solche Themen geht, ich habe das Gefühl, diese dürfen jetzt hier auch nochmal geheilt werden, sodass du dich wieder in dir selbst auch sicherer und stabiler fühlst, lieber Schützer. Okay. So. Das nächste Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, das ist das Stargazing Oracle. Dazu gibt es jetzt keine Verpackung, das gab es in so einem Säckchen. Das gibt es auf jeden Fall auf Etsy.com, falls es dich interessiert. Sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, was jetzt hier noch für Karten kommen wollen für dich. Also ich habe das Gefühl, solltest du jetzt hier wirklich in einer Art Mangel gewesen sein oder in so einer Art Entbehrung. Ich habe das Gefühl, das Ganze beruhigt sich auch irgendwo wieder, sodass du wieder vermehrt das Gefühl von innerer Sicherheit und Stabilität erlangen kannst. Ja, und wie gesagt, da gibt es noch gewisse Wunden, da gibt es noch Verletzungen aus der Vergangenheit, die hier noch auch mit einer Rolle spielen, lieber Schützer. Ja. Natürlich ist es auch ganz, ganz wichtig, bekomme ich hier gerade rein. Oh, wow, krass. Ich bekomme jetzt hier gerade rein für dich, dass du jetzt beginnst, die anderen, die dich hier verletzt haben, sollten hier wirklich andere Menschen eine Rolle spielen, dann habe ich das Gefühl, dass du jetzt auch beginnst, das alles aus den Augen der Liebe zu betrachten. Der Ritter der Kelche ist liebevoll und hier der Perspektivenwechsel, die Erleuchtung, ja, wenn du es ebenfalls auch so möchtest. Trotzdem habe ich wieder das Gefühl, durch den Ritter der Kelche, was ich dir vorhin erklärt habe, weil hier einiges dazwischen ist, ne? Und durch den Neun der Stäbe sieht man hier ist jemand noch nicht hundertprozentig offen. Das kannst, wie gesagt, du sein, ja? Dass du vielleicht immer noch so in diesem Zustand bist, wo du dir noch nicht wirklich erlaubst, wirklich Fülle, Wohlstand, Glück und Erfolg zu erlangen. Ne? Es geht ja ebenfalls auch um das Erlauben, habe ich das Gefühl, lieber Schützer. Dir zu sagen, ja, ich bin es wert. Ja, aber ich sehe, dass du da, was das angeht, bist du auf einem guten Weg. Allein deshalb, weil die fünf der Münzen hier umgedreht sind. Na? Es geht wirklich darum, zu sagen, ich bin es hier wirklich wert, ein tolles Zuhause zu haben, wunderschönes Geld zu verdienen, einen tollen Partner zu haben, treue Freunde in meinem Umfeld zu haben, was auch immer jetzt dein persönliches Ziel ist, okay? Weil hier habe ich nämlich auch so ein bisschen den Eindruck, dass die 10 der Münzen für deine Hoffnungen und Sehnsüchte auf jeden Fall auch stehen können. Ne? So, jetzt bin ich aber mal gespannt, was die Astrologiekarten sagen. Schütze April, bitte weitere Botschaften, weitere Infos jetzt für die Schützen im April. Also ich kann es nicht definieren, aber ich habe jetzt wirklich das Gefühl, der April wird komisch. Nicht unbedingt für sich persönlich, aber ganz, ganz allgemein auch, ne? Jetzt unabhängig vom Sternzeichen. Das kann wirklich am rückläufigen Merkur liegen. So, April Schütze. Was bringt jetzt der April dem Schützen? Schütze, April. Ich hätte ganz gern mindestens drei Karten für Schütze jetzt im April. Okay, Nummer 1. Die will auch. Warte mal, die eine hebe ich mal auf. So, okay, ich habe das Gefühl, da waren noch zwei. Gut, okay, noch zwei Karten bitte für Schütze. Für die Schützen jetzt im April. Warte mal, die sind so übereinander und das mache ich in der Regel sehr, sehr ungern, muss ich gestehen, ne? Weil wenn die so rausfallen, ich weiß nicht, aber ich mache das normalerweise ungern, lieber Schütze. Aber mir wird hier gerade gesagt, die wollen. Die wollen jetzt hier eindeutig. Und darauf höre ich jetzt auch, okay?
So, bin ich mal gespannt, was Sie dann auf jeden Fall zu sagen haben. Lieber Schütze, ich beginne mit der Energie jetzt hier für dich unten drunter. Für den Monat April, da haben wir, okay, ganz wichtig, höre auf die Führung deiner Seele. Das wird jetzt also auf dich zukommen, lieber Schütze, dass es wichtig für dich ist, dass du spätestens im April auf die Führung deiner Seele hörst. Das passt auch sehr gut zum Ritter der Kelche, weil das ist jemand, der ist sehr gefühlvoll, sehr fantasievoll, romantisch veranlagt und das ist auch jemand, der, ja, da folgt seinem Gefühl. Da tut das, was er von Herzen ganz gerne sich wünscht. Und darum wird es für dich gehen, lieber Schütze. Na? So, oh, drunter die Karte, die habe ich jetzt, ich habe jetzt spaßeshalber mal geschaut. Da haben wir für dich, du bist dazu jetzt bestimmt, einen göttlichen Vertrag zu erfüllen. Okay, Schütze, das ist ziemlich interessant. Du bist jetzt also quasi dazu bestimmt, etwas zu erfüllen aus deinem Seelenvertrag jetzt auch zum Beispiel. Es kann auch wirklich bedeuten, dass hier, dass, ja, dass du einen Vertrag eingehst. Einen Vertrag unterschreibst oder du hast ihn schon unterschrieben. Na, was ich dir vorhin gesagt habe. Vielleicht geht es hier um eine Eheschließung. Es kann um ein Arbeitsverhältnis gehen. Na? Unterschrift bezüglich einer neuen Wohnung. Das weißt du jetzt wirklich am besten, wenn es dann soweit ist. Aber trotzdem habe ich hier das Gefühl, höre trotzdem auf die Führung deiner Seele. Das wird wichtig werden. Na? Höre, was das angeht, auf die Führung deiner Seele. Okay. Was haben wir hier für dich? Mars. Mars ist die Energie der Aktion, des Durchsetzungsvermögens, der Willenskraft, des Krieges, aber auch der Courage, des Mutes. Also hier kann man sehen, dass es darum geht, auf jeden Fall, natürlich, dass du jetzt wieder aktiver wirst, dass du vielleicht auch wirklich beginnst, für etwas zu kämpfen. Trotzdem habe ich hier so ein bisschen den Eindruck, weil wir haben hier Marsenergie und hier auch die 9. Stäbe. Also hier Vorsicht davor, dass es Verletzte geben könnte. Solltest du vielleicht wirklich mit jemandem irgendwie im Konflikt sein, dich mit jemandem anzulegen oder dass sich vielleicht mit dir jemand anlegen möchte. Ne? Vorsicht davor, dass hier jetzt hier irgendwie, ja, dass es da Verletzte gibt. Ne? Des Weiteren habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, lieber Schütze, dass es um Themen oder um Gefühle wie zum Beispiel Wut und Zorn gehen könnte. Bei einigen von euch, ne? Dass so ein bisschen deine Emotionen hochkochen, dass dann nochmal einiges nach oben kommt. Das kann es ebenfalls auch sein. Des Weiteren ist das auch eine Energie der Ungeduld. Wir müssen mal gucken, wie geht's weiter? Okay, bevor du jetzt hier in Aktion trittst oder irgendetwas tust, was du hinterher bereuen könntest, höre auf die Führung deiner Seele, lieber Schütze. Na? Was haben wir hier? Das 7. Haus, es geht hier um Partnerschaften. Es scheint hier um eine Partnerschaft zu gehen, entweder eine bestimmte oder allgemein deine Beziehungen. Ja? Und das 7. Haus ist ja der Waage zugehörig. Und die Waage-Energie hatten wir ja vorhin bei dir mit der Gerechtigkeit. Ne? Also hier geht es um Verträge, Freundschaften, Businesspartner, Eheschließungen, Verbindungen, Beziehungen, darum geht es auf jeden Fall. Das 7. Haus ist auch die Energie der Gerechtigkeit natürlich, aber auch des Gleichgewichts. Ja, des Gleichgewichts, des Ausgleichs, der Balance sozusagen. Anderes Szenario, was ich jetzt hier auch reinbekomme, das ist ganz, ganz interessant, weil wir haben hier Marsenergie und die Energie kann schon sehr kriegerisch sein. Sie kann für Konkurrenz stehen, ebenfalls auch für Rivalität und so weiter. Und hier, das 7. Haus, da geht es auch um Rivalen und um sogenannte Feinde. Es kann also wirklich bedeuten, dass es da möglicherweise auch jemanden gibt, der dir nicht zu 100% wohlgesonnen ist, lieber Schütze. Vielleicht im beruflichen Bereich, vielleicht in deinem Freundeskreis, auf Arbeit oder, habe ich schon gesagt, beruflich, ne? Innerhalb der Familie. Das kann wirklich jeder Fall sein, lieber Schütze. Dass es da vielleicht ein bisschen Stress gibt, vielleicht auch ein bisschen mehr, weil wir haben ja auch Boxhandschuhe, also da ist wirklich Schlagfertigkeit und Schlagkraft auf jeden Fall angesagt, ne? Es kann natürlich auch sein, dass da wirklich verschiedene Egos aufeinandertreffen. Ne, das ist eine sehr kämpferische Energie. Jetzt haben wir hier wirklich das Thema Rivalität und so ein bisschen, was bei einigen von euch jetzt hier durchaus wirklich eine Rolle spielen kann. Na, gegebenenfalls kann es auch wirklich bedeuten, lieber Schütze, dass noch einmal Wut bei dir nach oben kommt. Na, in Bezug jetzt hier auf einen Gegenüber. Dass du noch einmal mit alten Themen konfrontiert wirst, mit alten Verletzungen. Hier, 9. Stäbe. Ja, es hat bei vielen von euch wirklich was zu tun mit dem Thema Familie. Das ist das, was ich hier wirklich ganz klar sehe. So, die beiden Karten wollten zusammen. Nummer 1, das ist jetzt hier der bewegliche Mond.
Hier ist nichts in Stein gemeißelt, etwas ist stets beweglich und in Veränderung. Die Karte steht also an sich für Veränderungen. Das ist der bewegliche, veränderliche Mond. Und bewegliche Zeichen wären zum Beispiel du, also Schütze, Zwillinge, Fische und ebenfalls Jungfrau. Das sind sozusagen die beweglichen Zeichen, ne? Unabhängig davon geht es hier darum, nichts ist in Stein gemeißelt. Es kann hier wirklich bedeuten, dass es dir vielleicht auch wirklich schwer fällt, in deiner Kraft zu bleiben. Eben weil es hier was Anstrengendes gibt. Ne? Eine anstrengende Beziehung, ein anstrengendes Umfeld, anstrengende Familienmitglieder mit sehr viel Willenskraft, im liebevoll gesagt, und mit sehr viel, naja, Konkurrenz, Neid und Eifersucht kann ja auch eine Rolle spielen. Ne? Es kann gegebenenfalls auch etwas aus der Vergangenheit sein, weil wir haben hier bei dir die 9 der Stäbe. Es kann gegebenenfalls auch wirklich bedeuten, lieber Schütze, dass du dich jetzt hier wirklich zurückziehst. Dass du im Rückzug bist und sagst, boah, ich muss mich davon jetzt wirklich fernhalten. Ich suche jetzt hier wirklich Schutz, mir einen Unterschlupf, um hier wirklich Kraft zu tanken, um hier wieder in meine Power zu kommen. Ne? Weil die 9. Stäbe ist auch immer so, ja, die ist vor den 10. Stäben und das ist die maximale Belastung. Ne? Also hier wird hier ebenfalls auch ein kleines bisschen Vorsicht geboten. Ja, ebenfalls auch vor zu viel Arbeit und vor zu viel, naja, vor zu viel Stress und so weiter, ne? Etwas verändert sich, etwas ist nicht unbedingt endgültig, kann man auch sagen. Na, was haben wir hier? Das ist Krebs. Also zum einen könnte es hier mit einem Krebs zu tun haben, Sonne, Mond, Aszendent. Krebsenergie steht aber auch für die Familie, das Zuhause. Ja, Zuhause, Familie. Es kann für die Mutter stehen, für eine weibliche Person, für eine weibliche andere Person, lieber Schütze. Ja, da kann es durchaus sein, dass es da jemanden gibt, der dir nicht hundertprozentig wohlgesonnen ist, wo es wirklich Konflikte gibt. In Anführungszeichen Krieg auch so ein bisschen. Ja, man kriegt sich ja in die Haare und das ist ja durchaus denkbar. Oder weil du ebenfalls auch vielleicht das Gefühl haben könntest, lieber Schütze, dass diese Energien wirklich sehr anstrengend sind in dieser Verbindung, in dieser Partnerschaft, in deiner Umgebung. Kann es also durchaus sein, dass es dir deshalb schwer fällt, in deiner Kraft zu sein, weil das alles sehr, sehr kräftezehrend ist, weil das sehr, sehr raue und vielleicht auch etwas aggressivere Energien sind in dieser Verbindung, in diesem Arbeitsumfeld oder aber auch, wie gesagt, in der Familie. Die beiden Karten kamen zusammen raus, wo ich das Gefühl habe, rechne so ein bisschen mit Stimmungsschwankungen, lieber Schütze. Rechne so ein bisschen mit Stimmungsschwankungen. Hier ist etwas sehr beweglich, veränderlich. Es kann sein, dass deine Emotionen andauernd ja hochkochen, dass es da so ein kleines bisschen schwankt. Ne? Mal bist du gut drauf, dann ist dir wahrscheinlich zum Weinen zumute. Dann bist du ganz neutral, vielleicht auch etwas gleichgültig. Ne? Also es schwankt hier. Deine Emotionen bewegen sich hier. Hier kommt einiges nach oben. Etwas, worüber du auch sauer bist, worüber du wütend bist in Bezug auf ein Gegenüber. Das ist das, was man hier sieht, lieber Schütze. Aber trotzdem wird hier gesagt, höre unbedingt auf die Führung deiner Seele. Ja? Nächstes Kartendeck. So, und jetzt verwende ich für dich ein weiteres Tarotdeck. Das ist das ätherische Alchemist-Tarot. So, da bin ich gespannt, was da jetzt für Botschaften kommen wollen. Für dich im April. Okay. Die Karte kam jetzt gerade rausgefallen, als ich auf das Wort Contracts geguckt habe. Also Contracts sind ja Verträge. Ne? Es kann durchaus sein, dass die Karte jetzt etwas mit dem Thema Verträge zu tun haben könnte. Bin ich gleich mal gespannt. Okay. Weitere Botschaften jetzt für Schütze im April. Was bringt jetzt der April dem Schützen? Noch eine? Eine Karte noch bitte. Ach du lieber Gott, wow, krass. Damit mache ich gleich weiter. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz schauen, was das hier für eine Karte ist, weil ich habe dir ja eben gesagt, die Karte hat wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit, etwas mit dem Thema Vertrag oder Verträge zu tun. Ich bekomme gerade rein, bei einigen von euch geht es ja auch um Seelenverträge. Ein Karma, ne? Lass mal schauen. Den Buben der Kelche.
Der Bube der Kelche kommt vor dem Ritter der Kelche und unabhängig davon, der Bube der Kelche, das ist jemand, der ist sehr liebevoll, der meint es gut, der zeigt auf jeden Fall offen seine Gefühle. Ja, der ist sehr emotional. Es kann bedeuten, dass hier ein liebevolles Angebot hier wirklich auf dich zukommt, was mit einem Vertrag auf jeden Fall zu tun hat. Lieber Schützer, ne, man sieht ja auch sehr viel Gefühl. Ich spüre bei dir eine sehr, sehr starke Fischerenergie. Es kann bedeuten, dass du mit einem Fisch zu tun hast oder du selber bist irgendwas mit Fische, Aszendent oder Mond oder whatever. Ne? Das kann es auch bedeuten. Der Bube der Kelche passt in dem Sinne zum Krebs, weil auch hier sieht man sehr viel Gefühl. Und auch die Krebse, das sind die emotionalsten unter den Sternzeichen. Ne? Die sind sehr gefühlvoll. Die sind unglaublich emotional. Ne? Also es kann durchaus wirklich sein, dass es hier und da schon recht emotional werden könnte. Einige von euch, ihr könntet möglicherweise auch Momente haben oder im April einen bestimmten Moment haben, wo man aus Wut anfängt zu weinen. Ne? Das ist nichts Neues. Ich persönlich, ich kenne das von mir auch. Ne? Wenn ich total wütend bin, aber so richtig aufbrausend, so richtig wütend, dann fange ich auch an zu heulen. Ne? Das ist wirklich so bei mir. Ne? Vielleicht geht es dir ähnlich. Ne? So, ich muss weitermachen mit der hier. Ja, jetzt habe ich gerade was reinbekommen. Du hast den Turm. Gefühlsausbruch. Das kann es hier sein, lieber Schütze, was ich hier sehe bei einigen von euch. Ne? Gefühlsausbrüche. Vorsicht auch ebenfalls so ein bisschen naja, davor, dass du eventuell anderen schaden könntest. Ne? Weil, naja, Gefühlsausbrüche können jetzt hier eine Rolle spielen, aber wir haben jetzt hier für dich den Turm. Und der Turm steht dafür, sich von etwas oder aber von jemandem zu befreien. Ne? Das sind überraschende Ereignisse, plötzliche Ereignisse, vielleicht auch manchmal Schicksalsschläge, dramatische Ereignisse, etwas, was ganz, ganz schnell passiert, aber auch eine Art Befreiungsschlag. Ne? Lass mal schauen, was haben wir jetzt hier drunter für dich? Das Ast der Schwerter. Das haben wir auch hier. Zweimal hier das Ast der Schwerter für dich. Also, Schütze, was ich hier sehe, es kann sein, dass hier etwas geklärt wird. Zwischen dir und einer anderen Person. Es kann passieren, dass es sehr gefühlvolle Gespräche geben wird zwischen dir und einem anderen Menschen, wo man hier wirklich seine Gefühle offenbart, wo man jemandem sagt, wie man sich fühlt. Vorsicht vor Streit, Vorsicht hier wirklich davor, zu aggressiv und zu impulsiv zu reagieren. Ja, also was das angeht, wirklich Vorsicht, lieber Schütze, weil ich habe jetzt hier schon sehr, sehr angespannte Emotionen, sehr angespannte, da kocht was auf. Ne? Das ist das, was ich hier wirklich sehe, da kocht etwas auf. Gegebenenfalls kann es auch bedeuten, hier kommt es zu Erkenntnissen. Beide Karten, sowohl der Turm als auch das Ast der Schwerter, können für Erkenntnisse stehen, dass hier quasi ein Licht aufgeht, der Gehängte umgedreht. Der geht ein Licht auf, es kann passieren, dass jemand sein Schweigen bricht, es kann bedeuten, dass du etwas erfährst in Bezug auf jemanden und dass sich das eventuell emotional stimmt. Das ist auch zu sehen, ja. Ich muss auch trotzdem sagen, das Ast der Schwerter ist auch irgendwo natürlich für mich persönlich auch ein Erfolgserlebnis. Ne? Eine Art Durchbruch, wenn du es so möchtest. So, was haben wir hier? Zweiter Stäbe. Die zweiter Stäbe stehen für Entscheidungen. Sie stehen für Entscheidungen, manchmal auch so ein kleines bisschen für den Wankelmut. Wie entscheide ich mich nun? Bleibe ich da, wo ich bin oder gehe ich hinaus? Ne? Die zweite Stäbe ist also ebenfalls auch eine Energie, wo es durchaus auch um Partnerschaften und um Verträge gehen könnte. Es kann also sein, dass hier möglicherweise ein Vertrag zu Ende geht, gesprengt wird und ein neuer Vertrag hier geschlossen wird, lieber Schütze. Das ist durchaus auch möglich. Ne? Weil ja, die zweite Stäbe stehen wirklich auch für neue Partnerschaften. Setze deinen Weg fort, neue Partnerschaften, neue Verträge. Dafür stehen auch die zweite Stäbe. Das bekomme ich hier gerade so rein. Es kann wirklich sein, dass etwas Neues kommt und etwas Altes gehen wird. Wie zum Beispiel wechselst du wirklich einen Arbeitsplatz. Das ist ja auch wie eine Art Ende-Anfang, wenn du es so möchtest. Ja, okay. Das nächste Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende. Da verwende ich jetzt für dich das Moonology-Orakel von Yasmin Boland. Da bekommst du jetzt eine Karte von mir für den April. Ja, wie gesagt, Gefühlsausbrüche sieht man hier und da auf jeden Fall.
Weil der Page der Kelche, der hat absolut keine Hemmungen davor, seine Gefühle zu zeigen. Es kann auch wirklich bedeuten, dass ganz, ganz plötzlich etwas hier zustande kommt. Eine Art Vertrag zum Beispiel oder dass jemand seine Gefühle offenbart. Das ist auch denkbar, okay? Durchbrüche, Erkenntnisse, das sieht man hier ebenfalls. Okay, was sagt denn jetzt hier das Monology-Orakel? Was kommt im April auf Schütze zu? Was kommt im April auf Schütze zu? April Schütze. Da haben wir sie. Ich hebe sie mal eben auf. Wow, das ist ja cool. Du hast Glaube an das Unmögliche. Du hast den Blaumond. Soweit ich weiß, haben wir im April keinen Blaumond, also zwei Vollmonde in einem Monat. Das haben wir nicht. Aber unabhängig davon steht der Blaumond auf jeden Fall für seltene Gelegenheiten, seltene Ereignisse. Eine Gelegenheit, die du so nicht verpassen solltest, natürlich. Ganz ehrlich, wenn es für dich bestimmt ist, eine Gelegenheit zu ergreifen, dann wirst du es auch spüren. Was das angeht, lieber Schütze, höre hier auf die Führung deiner Seele, okay? Weil einige von euch, ihr seid jetzt wirklich dazu bestimmt, einen göttlichen Vertrag zu erfüllen. Ja, glaube hier an das Unmögliche, aber hier wird auch natürlich darauf hingewiesen, glaube, dass für dich in dem Moment oder allgemein aktuell mehr möglich ist, als du für möglich aktuell hältst. Nee, anders. War das jetzt richtig? Also, nochmal von vorn. Hier wird auf jeden Fall gesagt, du darfst, auch wenn du aktuell nicht gerade wirklich viel für möglich hältst, glaube hier an das unmögliche Punkt. Ich kriege jetzt den Satz nicht mehr zusammen, warum auch immer. Also hier wird gesagt, glaube hier an das Unmögliche. Glaube, dass mehr möglich für dich ist, als du im Moment für möglich hältst. Okay, so ist es richtig. Ich hoffe, du kannst mir auf jeden Fall folgen. Das ist das, was ich hier auf jeden Fall wahrnehme. Vertraue auch darauf, lieber Schütze, dass sich diese Angelegenheit auch lösen wird, bekomme ich ebenfalls auch gerade rein für dich. Das scheint jetzt hier schon etwas Anstrengendes zu sein. Anstrengendes Karma, Familienkarma, was ich jetzt hier wirklich zeigen könnte oder auch zeigt. Vertraue, dass es auch dafür eine Lösung geben wird. Ja? Drunter haben wir folgende Karte für dich. Ja. Das wundert mich überhaupt nicht. Das ist der Supermond. Emotionen laufen hier auf Hochtouren. Also wie ich schon gesagt habe, du bist hier und da im April, vielleicht auch jetzt schon Ende März, durchaus sehr, sehr emotional. Es kann jetzt auch damit zu tun haben, um die Zeit des Vollmondes. Vielleicht ist auch seit der letzten Mondfinsternis am 25.03. hatten wir dann eine Mondfinsternis. Und jetzt unabhängig davon, also man sieht hier auch auf jeden Fall, ja, du bist sehr emotional. Emotionen laufen hier auf Hochtouren. Das ist, was man sieht. Stimmungsschwankungen. Ne? Man ist so ein bisschen launisch, vielleicht auch hier und da. Das ist durchaus möglich. Zorn könnte ebenfalls auch nach oben kommen. Aggressionen in Bezug auf jemanden von früher. Jemand, der dir mal Leid zugefügt hat, lieber Schütze. Das ist zu sehen. Ne? Aber lass dir auch gesagt sein, auch das geht wieder vorüber. Okay? Des Weiteren ist das auch eine sehr, sehr starke anziehende Energie. Weil ein Supermond bezeichnet man ja nun dann als einen Supermond, wenn der näher an der Erde dran ist. Das heißt, er ist dann ein bisschen größer. Ne? Also geht es hier auch wieder um eine starke Anziehungskraft. Es kann auch bedeuten, dass es hier eine starke Anziehungskraft Mars zwischen dir und einem anderen Menschen gibt. Das siebte Haus. Starke Leidenschaft, ein sehr, sehr starker Sex-Drive, ne? Sehr viel Leidenschaft, Erotik, das ist ja nicht auszuschließen zwischen dir und einem Gegenüber, lieber Schütze. Okay, das letzte Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, da bekommst du jetzt von mir noch Botschaften aus dem Orakel der Göttinnen von Doreen Virtue. So, lass mal schauen. Was sind jetzt hier die letzten Botschaften für die Schützen jetzt im April? Okay. Schütze April, was kommt da jetzt noch auf die Schützen zu?
Also die ist es auf jeden Fall. Die andere nehme ich mal zurück. Das waren wieder viel zu viele. So. Es kann ebenfalls aber auch bedeuten, lieber Schütze, wie gesagt, ich komme jetzt nochmal auf das 7. Haus zurück mit den Verträgen oder auch der festen Verbindung mit dem Pagen der Kelche, dass hier wirklich jemand liebevoll auf dich zukommt und beginnt zu dir zu stehen. Ne? Das ist ja auch nicht auszuschließen. Okay, so, mindestens noch eine Karte bitte für die Schützen. Du kommst mal darüber. Noch eine bitte. Eine Karte noch für Schütze. Für die Schützen jetzt im Monat April. Ja gut, dann nehmen wir die. So, damit fange ich jetzt auch an. Wir haben zu Beginn für dich die Göttin Hathor mit der Empfänglichkeit. Erlaube dir zu empfangen. Das habe ich dir doch vorhin gesagt, ganz am Anfang. Erlaube dir hier wirklich zu empfangen. Das ist ein Thema bei euch. Es kann also durchaus sein, dass du das, ja, dass du das bisher nicht wirklich konntest, wirklich zu empfangen, Liebe, Geborgenheit, Sicherheit, Reichtum, Wohlstand und so weiter und auch Erfolg. Ne? Also hier eine wiederholende Botschaft. Also das wird deine Intuition, deine Energie und deine Fähigkeit, anderen etwas zu geben, stärken. Also hier wird gesagt, erlaube dir auch zu empfangen, aber vor allem gib dir auch wirklich das, was du brauchst. Ne? Gönne dir eine Auszeit, gönne dir Ruhe, die du brauchst, ne? Weil wir haben hier die 9 der Stäbe. Das ist auch so ein bisschen dieser, ja, diese Schutzhaltung, das nach, ja, die sich, ja, das Zurückziehen ebenso auch. Ne? Erlaube dir das ebenfalls aber auch, lieber Schütze. Ne? Die Welt dreht sich auch mal für kurze Zeit auch mal ohne dich weiter. Okay? So, was haben wir hier? Aha, Mart mit Fairness. Diese Situation wird fair und auch gerecht behandelt. Also hier. Gibt es in einer Angelegenheit, oder hier kommt alles wieder in Ordnung, habe ich das Gefühl. In einer Angelegenheit. Passt also auch hier ganz gut zu der Gerechtigkeit. Hier wird eine Situation, eine Verbindung fair und auch gerecht behandelt. Alles ist so, wie es sein soll. Des Weiteren kann es natürlich jetzt auch bedeuten, dass hier wieder Ordnung einkehrt in diese Angelegenheit, in diese Verbindung. Ja, was auch immer das für eine Verbindung bei dir ist, das weißt du jetzt am besten, lieber Schütze. Na? So, dann haben wir drunter für dich. Okay, das ist die Göttin Erakura, sage ich jetzt ganz einfach mal. Es geht ja um das Erblühen. Du fängst gerade erst an, also hab Geduld mit dir und dem Prozess, gib hier nicht auf. Also du bist ja wirklich gerade dabei zu erblühen, gib hier auf jeden Fall nicht auf. Das ist ein Prozess, der kann hier und dann noch einmal relativ anstrengend werden, auf jeden Fall. Aber sei hier geduldig und habe hier Vertrauen, ja? Nicht aufgeben, lieber Schütze. Was haben wir hier? Isis mit vergangenen Leben. Diese Situation hat mit der Erinnerung an vergangene Leben zu tun. Ja, oder ganz einfach allgemein die Vergangenheit. Ne? Wenn es nicht unbedingt um vergangene Leben geht, dann geht es hier auf jeden Fall um eine Thematik aus der Vergangenheit. Oder auch direkt aus einem vergangenen Leben. Ne? Also, du bist jetzt gerade sozusagen an einem Punkt, wo du aus den sogenannten Fehlern, ne, der Vergangenheit lernen darfst, aber wo sich ebenfalls aber auch ein Karma auflösen soll. Ein Vertrag, ein göttlicher Vertrag, möchte hier ebenfalls auch wirklich erfüllt werden. Wahrscheinlich, weil du es früher oder in einem früheren Leben nicht wirklich geschafft hast. Na, das ist durchaus möglich. Was haben wir hier? Das ist Diana mit der zielgerichteten Absicht. Richte deine Gedanken, Gefühle und Taten unentwegt auf dein Ziel, dann wirst du es auch erreichen. Also hier wirst du noch einmal aufgefordert, dich auf das zu besinnen, was du möchtest. Den Bogen hier zu spannen und hier wirklich dahin zu schauen, dahin zu gehen, wo du hingehen möchtest. Ja? Es geht ebenfalls aber auch sehr, sehr stark darum, lieber Schütze, dass deine Gedanken, dass deine Gefühle und auch deine Taten miteinander in Harmonie gehen sollen. Na? Und das ist dann das, was man als Glück definieren kann. Na? Wenn deine Gedanken, deine Intention, deine Gefühle und Taten miteinander in Einklang sind,
dann wird so etwas wie Glück erzeugt, kann man sagen. Ne? Aber hier wird wirklich gesagt, gehe mit deinen Gefühlen, Taten und Gedanken in Harmonie. Ja? Bleibe dir selber treu, habe ich auch das Gefühl. Okay, lieber Schütze, ich bedanke mich bei dir ganz, ganz doll fürs Zusehen. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über ein Like und ebenfalls über ein Abo freuen. Lieber Schütze, hab einen wunderschönen April. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Mach es gut. Tschüss.